Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, nach 19 Spielen mit den neuen Teambuilder-Karten ist mal Zeit, ein Ranking zu machen, ein paar Empfehlungen auszusprechen, gerade welche Kombination man welchen machen sollte. Und das neue Patch schauen wir uns auch mal genau an, ob sich da irgendwas getan hat. Los geht's. Guckt man es dazu erstmal an, in welcher Reihe mit meinem Lineup die Spieler spielen. Also klar, Jason Allen in der ersten Reihe, wir haben Rick Nash in der zweiten Reihe, auch hier Robinson in der ersten Reihe und Salo spielt in der zweiten Reihe. So haben alle 19 Spiele, teilt sich auf ungefähr, ich glaube, 10 Squad Battles und 9 Online-Spiele aus. Jason Allen mit 18 Toren bisher. Mike Modano hat dich ja nochmal neu gemacht bei 9 Toren. Salo jeweils und Robinson jeweils bei 3 Toren und Rick Nash mit 6 Toren. Bei den Vorlagen auch Jason Arnold vorne, klar, bei ihm spielen McKinnon und McDavid in der Reihe. Modano kommt auf 12 Vorlagen, Salo auf 13, auch Larry Robbins auf 13, nämlich die gleiche Punktzahl, Robinson und Salo und Rick Nash auf 7 Vorlagen. Macht 35 Punkte für Arnold, 21 für Modano, 16 und jeweils für Salo und Robinson und 13 für Rick Nash. Der Einzige, der bisher wirklich hinter meinen Erwartungen zurückbleibt, ist Rick Nash. Ich habe auch da, wo ich Modano in der zweiten Reihe auf dem Flügel spielen habe lassen, Probleme gehabt. Wahrscheinlich spiele ich einfach mehr über die linke Seite, deswegen kommt er zu wenigen Punkten. Er ist schnell, er hat einen guten Schuss eigentlich, aber irgendwie, er zündet noch nicht so ganz bei mir. Vielleicht dauert es noch ein bisschen. Und so wie die Punkteverteilung gerade ist, würde ich auch die Rangliste eigentlich ansetzen. Ich würde Nash auf dem vierten Platz setzen. Robinson, Salo nimmt sich nicht viel klar. Der eine ist linker Verteidiger, der andere ist rechter Verteidiger. Ich finde Robinson defensiv noch einen Tick stärker. Deswegen wahrscheinlich Robinson noch auf Platz 2 ranken. Aber Platz 1 ist für mich ganz klar Jason Arnott. Und gerade wer jetzt McDavid und Kachuk vielleicht noch Gretzky hat, gibt es natürlich auch schon wieder Argumente, dass eben ja, Rick Nash da wirklich im Lineup nach unten rutscht. Spielen wir mal ein paar Szenarien durch, wann ich welche Karten eintauschen würde, wann nicht. Habt ihr nur eine 90er Teambuilder-Karte außer Mike Modena, würde ich versuchen, noch eine zweite zu bauen, um wieder an Jason Arnott zu machen. Habt ihr zwei von den 90er Teambuilder-Karten und eine davon ist Mike Modena, würde ich auch den Tausch nicht machen. Also Mike Modena ist für mich so der Einzige, wo ich sage, der ist so wenig weit weg, weil die 90er-Karten auch so überpowered waren. Die 93er, ich will nicht sagen schwächer oder Schwachsinn, aber zumindest nicht so überpowered sind wie die 90er. Das heißt, wenn einer von beiden 90er Teambuilder, den ihr habt, Mike Modena ist, würde ich den Tausch nicht machen. Dann lieber versuchen, noch nach und nach noch einen dritten 90er zu bauen, dann den Tausch erst dann machen. Nächstes Szenario, wenn ihr zwei Stück habt, und das ist Mike Modena und Keith Aucoin, Adrian Aucoin, würde ich den Tausch überhaupt nicht machen, weil die sind auch beide noch so gut dabei, dass ich sage, da die beiden hergeben für möglicherweise einen, lohnt sich auch nicht. Habt ihr zwei 90er Teambilder und die heißen Reguer und Mitchell 100% eintauschen zu Larry Robinson? Habt ihr John Leclerc und Brandon Shannon, würde ich die auch hundertprozentig zu Jason Allen eintauschen. Wenn ihr dann noch Moderno dazu habt, dann könnt ihr eben noch im Flügel rauschen. Aber Shanahan und Leclerc für Arnold wäre für mich die Option Nummer 1. Coin ist so für mich der zweite Unantastbare nach Moderno. Wir haben nicht wirklich die Top-rechtschießenden Verteidiger. Von dem her, der ist noch gut genug, der kann noch ein paar Spiele machen. Also den würde ich auch nur ungern eintauschen. Also selbst wenn ihr alle sechs habt und es nicht oder nicht die Spiele in der Collection habt, um die neuen vier direkt komplett zu bauen, wäre einfach Modano behalten, Leclerc und Shanahan dann eben zu Arnaud tauschen, Aucoin behalten und Reguer und Mitchell eben zu Robinson tauschen. Müsst ihr dann Aucoin trotzdem eintauschen und ich schaue, dass ich einen gleichmäßigen Ersatz in etwa kriege, also nur Dobson-Karten, die 90er, die 91er, auch die Doughty-Karte, auch die X-Factor-Doughty-Karte, wenn da so ein passabler Ersatz. Und bei mir war es so, ich hatte folgendes Problem. Ich hatte ja noch Nieuwendijk und Brice Bois schon vorgebaut. Ich habe den beim letzten Mal schon vorgebaut gehabt, habe dann alle Teams schon voll gehabt jetzt im Laufe der Zeit, außer Chicago, die kann man nicht vollbringen. Habe dann den Tausch jeweils gemacht, wollte dann aber nicht nochmal zwei neue 87er bauen eigentlich. Deswegen hat mich dann schweren Herzens entschieden, Modano eben doch einzutauschen. Das heißt, blieb nur noch Aucoin übrig. Dann habe ich aber echt gemerkt, das fehlt gerade meiner, ja, sowohl in der dritten Reihe, beziehungsweise auch in der zweiten Reihe, ja, ein passabler Center, ein passabler Flügelspieler. Deswegen haben Modano nochmal neu gebaut. Heißt jetzt, wenn dann der nächste Tausch kommt zu den 96er-Karten, wo dann auch wieder in etwa in eineinhalb, 2 Monaten der Fall sein wird, habe ich hier da schon vorgesorgt, weil auch da, wenn wieder drei oder vier rauskommen, dass man auf jeden Fall mindestens nochmal einen vorbauen muss. Oder nochmal neu bauen muss, ein 90er. Das sind wir 93er dann. Meine Sammlung an NHL-Spielen damit ziemlich, ja, ziemlich weg alles. Ich fange jetzt aber schon wieder an, gerade die ganzen Hood Rush-Sachen, die aus dem Moment, wo wir ein, zwei Goldspieler bekommt, aus den Silber-Upgrades,
die Spieler unter 80 schon hier rein zu bunkern und dann sehe ich dann, wenn man, wenn es soweit ist, wenn die neuen 96er dann kommen, wie viel ich dann zusammen habe und dementsprechend kann ich dann noch auffüllen oder tauschen beziehungsweise andere Karten verkaufen. Und ich sehe, ich bringe ein Team nicht voll, kann ich die immer noch verkaufen und mir dafür dann eben gezielt wieder die Teams voll machen, wo ich dann eben Bedarf habe. Dann noch ein kurzes Feedback zum heutigen Patch, den es gab. Also bei den Goalies habe ich noch wirklich was gemerkt. Ich finde, die spielen sich ein bisschen ruhiger, die flopsen immer so, springen nicht mehr so quer in der Gegend rum, stehen ein bisschen ruhiger da. Schuss von den Ecken ging genauso rein, auch mit Synergien, beziehungsweise mit Fähigkeiten. Ich habe jetzt sowohl mal den Energizer ausgetestet, als auch den Alles oder Nichts war das, glaube ich. Beziehungsweise alles im Griff, weil war jetzt auch nichts dabei, wo ich sagte, da merkt man groß irgendwas. In drei Squad Battles habe ich dann den 88er Saros mal eingesetzt. Hat sich bewährt, also war jetzt halt nicht mehr oder weniger Tore kassiert als Oettinger oder Markström. Also das könnte vielleicht wirklich gefixt worden sein. Die Push-Checks. Die neue Lieblingsstrafe ist anscheinend echt Cross-Checking, weil selbst wenn ich jetzt in der offensiven Zone bin und mein Gegner hat den Puck und ich mache diese Push-Checks, bekomme ich spätestens beim dritten Push-Check eine Strafe wegen Cross-Checking. Fand ich ein bisschen nervig. Vor dem Torraum war es in Ordnung, also das heißt, ein, zweimal kann man es machen, beim dritten Mal, gerade wenn man es ineinander macht, ist es eine Strafe. Kann ich damit leben, aber ich sage gerade in der offensiven Zone, wo ich dann die Push-Checks machen will und es ist jedes Mal eine Strafe, finde ich ein bisschen blöd. In die Bande reinspringen zum Jubeln funktioniert auch. Ja, macht man jetzt ein paar Mal danach. Wahrscheinlich nicht mehr. Was ich am meisten gemerkt habe, ist, es wurde ein Problem behoben bei dem Skater bei der Vorbereitung auf einen Schultercheck schneller als erwartet beschleunigt. Also gerade dieses, man hält die Schulter oder die Check-Taste gedrückt, dann kriegen die nochmal diesen Speedburst. Der ist jetzt wirklich komplett weg und gerade so wie ich die letzten Wochen oder gegen die Gegner, die ich die letzten Wochen online gespielt habe, wird es einige wirklich in dem Spiel beeinflussen. Und da wird sich einiges ändern, glaube ich, wie die Spielweise geht. Manche sind ja wirklich nur auf Checken aus, versuchen nur diesen Speedburst auszunutzen. Das geht jetzt nicht mehr, das ist ein großer Eingriff ins Spiel. Interessant zu verfolgen sein. Damit sind wir am Ende von heute Video angelangt. Wir haben fast 700 Follower, also wenn ihr öfters an meinem Kanal vorbeikommt, gerne den Kanal abonnieren und natürlich steht auch die Tür zu meinem Discord-Server immer wieder offen, könnt ihr immer reinkommen, euch austauschen. Deswegen immer dran denken, sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't